Gestern hatten wir wieder den Fall, dass jemand bei uns angerufen hat in der Sprechstunde und ja, über sehr tiefe Erschöpfungszustände geklagt hat und dann auch sagte, dass schon sehr viel Psychotherapie stattgefunden hat und Depressionen behandelt wurden und so weiter. Und wir haben dann einfach mal einen kleinen Vortest gemacht und festgestellt, dass eben die sogenannten Pfeiffer-Viren, ja, also auch als Kissing Disease bekannt, in diesem Körper schlummern. Und ich möchte einfach sagen, was das für Folgen haben kann. Also die Pfeiffer-Viren, das ist einfach ein Virus, was folgende Symptome macht. Große Erschöpfung, also du fühlst dich unglaublich zerschlagen. Ich selber hatte das auch mal. Also du hast das Gefühl, du musst dich dreimal am Tag zum Schlafen legen. Du schläfst aber auch gleichzeitig unruhig. Du fühlst dich auch morgens nach dem Schlafen nicht wirklich frisch. Das kann so weit gehen, dass man dann unter Depressionen leidet. Und ganz oft rufen Menschen an und sagen, sie haben Depressionen, sie haben Antriebsschwäche, Erschöpfung und so weiter. Und wenn wir dann austesten, ist unter anderem der Pfeiffer-Virus nachweisbar im Energiefeld. Und wenn man den Pfeiffer-Virus dann wieder eliminiert, ja, was man eben machen kann, dann bekommt der Mensch wirklich ganz andere Lebensfreude. Ja? Also du hast dann das Gefühl, du bekommst deine Energie zurück. Und deshalb, warum ich dir das erzähle, ist, ich weiß, dass da draußen ganz viele Menschen eine Psychotherapie machen. Und ich halte auch viel davon, dass man die Psyche aufräumt, dass man das Trauma in der Kindheit behandelt. Also dazu ja auch noch andere Videos, wie das gehen kann, wie man das auch machen kann, wie das funktioniert, dass man auch wieder, ja, wieder freudvoll und entspannt im Leben ja, lebt, sage ich mal. Aber wichtig ist, wenn diese versteckten Belastungen nicht eliminiert werden, ja, wenn die weiterhin schlummern und Unruhe machen, dich erschöpft machen, dann macht es keinen Sinn, mit einer Psychotherapie anzufangen. Weil dein Körper, auch wenn er nur 5% aus Materie besteht, der Rest ist Energie, Wasser und so weiter, wenn dein Körper eben nur 5% Materie hat, also wenn dein ganzes Dasein nur 5% aus Materie besteht, dann ist es wichtig, dass du dich zuerst darum kümmerst. Das heißt, erst wenn dein Körper wieder in Ordnung ist, wenn der Energie hat, wenn er Schwung hat, wenn er sich fit fühlt, dann ist es sinnvoll, dass du dich dann um deine Psyche und um deine Seele kümmerst. Ja? Wenn, solange du eben diese versteckten Erreger im Körper hast, dreht sich alles darum. Ja? Dreht sich alles um Erschöpfung, dreht sich alles um Müdigkeit, dreht sich alles um Ernährung, dreht sich alles um Darmpilze und so weiter. Das macht eine unglaubliche Unruhe. Und wichtig ist, dass du das zuerst in Ordnung bringst, ja, weil viele Symptome auch in deiner Psyche sind körperbedingt, sind stoffwechselbedingt. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du auch regelmäßig deinen Körper entgiftest, dass du dich nachtesten lässt, weil du hast immer wieder damit Kontakt, ja. Und solange dein Energiefeld nicht stabil ist, wirst du immer wieder einsammeln, diese versteckten Erreger, und wirst eben dann Symptome haben. Und das heftigste Symptom ist einfach die Erschöpfung. Ja, also da leiden so viele Menschen draußen unnötigerweise drunter und denen kann geholfen werden. Und deshalb dieses Video. Ja, ich hoffe, das war interessant. Wenn du Fragen hast, frag einfach, poste einfach unter dieses Video deine Frage. Gerne auch abonniere unseren Newsletter, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst, weil du weißt, manchmal werden auch YouTubes gelöscht, unwillkürlicherweise oder willkürlicherweise. Das ist momentan so, deshalb trag dich auch bei uns in den Energy Newsletter ein und wir halten dich wirklich auf dem Laufenden mit gesundheitlichen Themen. Ja, schönen Tag für dich.